Hätte ich das bloß nicht gemacht. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig, ist ja richtig, ist ja richtig. Soll ich die Aufnahmesitzung wegwerfen, dann ist es nie geschehen. Nein, das werde ich natürlich nicht tun. So. Wir setzen das Bett hier drüben rein. Weißt du was? Ich habe gar keine Pfeile. Scheiße, ich habe keine Pfeile. Ich habe doch keine. Ich habe keine. Na? Kein Infinity mehr. Fuck. Ich werde so meine Sachen verlieren. und wenn das passiert, dann müssen wir halt ganz neu wieder anfangen. Ist doch egal. Ach ja, Essen habe ich auch nicht dabei und bin jetzt schon ganz schön hungrig. Wollen wir mit dem Pferd in den Nether? Ja, auf Blödsinn zu reden. Ich hoffe, ich habe jetzt hier noch alles für ein paar Pfeile. Da habe ich noch 64 Pfeile. Geilo. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir nicht haben? Da. Was will ich da? Ich will was zu essen. Ich nehme mal Steak mit. Oder soll ich mal Suspicious Stew essen? Vielleicht werden wir jetzt Superman. Hör auf, Blödsinn zu reden, hol dir deinen Kram wieder. Problem ist jetzt, wir müssen jetzt rüber und werden im ersten Portal auftauchen. Dann müssen wir uns da den Weg freikämpfen, falls die noch Aggro auf uns haben. Und ich wusste nicht, dass die noch Aggro haben. Okay, das soll mir eine Lehre sein. Ich bin doch aber sonst immer so zuverlässig langweilig. Jetzt haben wir mal das Gegenteil. Respawn Point Set. Bogen raus. Ach, da ist ja auch noch ein Bett. Erstmal gucken, ob die noch Aggro haben. Seid ihr noch Aggro, Folks? Es könnte sein, dass sie es nicht mehr sind. Ugo. Danke, Ugo, dass ihr nicht mehr Aggro seid. Ach nö, jetzt auch noch der Drachenlord. Was will der denn jetzt? Ach so, ich muss da durch. Ich bin so total. Komisch. Ja. So. Dort sind meine Klamotten. Alles noch wunderbar da. Ja, ich habe noch Platz im Inventar. Trara, trara. Bogu. Kollegen, wir sind wieder cool, ne? Aber nur so lange, bis ich Spaß daran finde, euch auseinanderzunehmen. Passt bloß auf. So. Da hat er wieder ein großes Maul, ne? Woher kommt der Nugget hier draußen? Den will ich natürlich haben, ne? So. Jetzt nochmal rüber nach Horstieheim. Ich will nämlich wissen, ob dort vielleicht was durchgeflogen ist durchs Portal oder noch rumliegt. Nö, alles. Wir haben nur noch 4 Erfahrungslevel. Halleluja. Na, das ist ja toll. Die Golden Leggings. Die ziehen wir wieder an. Dafür gehen die Schuhe mal. Ich muss runter ins Dorf. Um ein bisschen was, wenn es geht, in die Truhen zu schmeißen. Ansonsten muss ich eine neue Truhe machen. Jungs und Mädels, verzeiht mir, das war ältere, reifere Jugend forscht und reifere Jugend forscht Blödsinn. Alter Schwede. Vielleicht sollte ich es nochmal machen und den Hund mitnehmen. Also hier ist nix.
So gut, haben wir 26 Erfahrungslevel verloren. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber es gibt Schlimmeres. Es gibt wahrhaft Schlimmeres. Ich lasse mal ein paar gebackene Kartoffeln hier und ein bisschen was von dem Holzi-Holz. Und so. Wir haben noch unseren Iron Helmet wieder. Und ja, den müssten wir auch irgendwann mal reparieren, nicht dass der uns noch auseinanderfällt. Die Iron Boots nehme ich noch mal mit. Und wir müssen ja auch nicht die neue Rüstung hier unbedingt verschleudern. So. Nach dieser kleinen lustigen Einlage würde ich mal sagen, gehen wir rüber nach St. Ursula und bauen dort eine Weile. Namentlich erwähnte Räume, die ich eigentlich machen wollte, so dass die Jungs und Mädels da nicht, ich weiß ja gar nicht, was das sind. Sie hören sich ja eher an wie Männer, ne? Haha. 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 Willst du etwa mein Geschlecht festlegen? Oder wie war das nochmal? Wie ist das? So, nö, aber egal. Jetzt wollen wir nicht auch noch hier politisch unkorrekt werden. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Naja, aber ist ja nicht so schlimm. Guck mal, wir haben ja alles wieder. Bis auf die Erfahrungspunkte. Und die holen wir uns auch wieder. Und zwar spätestens, wenn wir in die Kioschheimmine gehen. Wir bauen jetzt ein bisschen in St. Ursula. Vielleicht bis das Material alle ist. Ich muss ein bisschen was von dem Zeug, was ich jetzt hier auf Tasche habe, ablegen. Ich habe jetzt hier eine komplette zusätzliche Rüstung und so. Ja. Also ich glaube, nichts ist verloren gegangen. Also Bogen ist da. Ja. Pongs Rache. Superb, Alter. So. Ja. Wie gesagt, ich bin sonst zuverlässig, langweilig und mache nie Blödsinn, oder? Und ja, jetzt habe ich mal das Gegenteil gemacht. Und ich will keine Klagen hören, ne? Also, sonst bin ich wieder langweilig. Das werde ich jetzt sowieso für eine Weile tuten sein. Ja, den Bogen, den lege ich hier. Nein, nicht den guten. Ist das der gute? Nein, das ist Honks Rache. Das hier ist Honks Rache V2, die wollen wir haben. Warum habe ich eigentlich das ganze Gold dabei? Kannst du mir auch nicht sagen. Jetzt habe ich aber hier auch Eisen, eine ganze Menge dabei. Eisenpopeisen. Nö, also ist wieder alles da, was wir hatten. So. Und deswegen. Warte mal. Ich brauche doch Baumaterial. Ich habe doch keins auf Tasche. Guck mal, ich habe sogar das ganze Obsidian mit wiedergekriegt. Oh, geil. So, das lege ich mal hier oben hin. Dafür nehme ich die Nether Bricks mit und den Black Concrete. Da brauchen wir wahrscheinlich bald wieder welchen von. Ja, dann müssen wir wieder Oktopoden schänden. wobei ich werde das diesmal, also wenn ich Oktopoden jagen gehe, dieses Mal werde ich das nicht mit dem Schwert machen, sondern dieses Mal wird das mit da mit dem Bogen gemacht, weil wir haben ja gesehen, das funktioniert ja wunderbar. Und dann brauchen wir nicht mit diesem asigen Schwert hinter dem pupenden Ding hinterher zu schwimmen. So. Ja, wir bauen jetzt entweder bis das Inventar, bis das Material leer ist oder bis ich die Lust verliere. 3, 4, 5, 6, 7. Gott, das ist so lustig. 8. Dann hier runter. 1, 2, 3, 4. Haltet mal die Schnäbel. So. Aber direkt dabei. Bei weitem nicht genug. Alter, ist das wieder laut hier. Ja, ich habe irgendwie den Game Sound mal wieder ein bisschen laut gedröhnt. Irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Es war doch aufregend, es war doch spaßig. So.
Ja, eigentlich habe ich ja versprochen, dass ich es gleich wieder mache, aber nee, lass mal. Ich brauche erst wieder ein paar Erfahrungspunkte, damit es sich lohnt. 26 Level brauche ich jetzt. Okay. Sollte eine Kleinigkeit sein. Habe ich ein Bett dabei? Ja. Ich muss das lila Bett wieder, wenn wir irgendwann mal drüben wieder... Oh, ich brauche Tee. Der Kaffee ist alle. Wie stelle ich jetzt die Kaffeetasse, die Kaffeebecher weg, ohne dass er zerstört wird? Okay. Ah, heute mal feiner Tulsi-Tee, weil ich heute mal auf dem psychedelischen Trip bin. Und auch keine Angst habe vor etwaigen Bewusstseinsveränderungen. So. Es ist schon wunderschön heute. Es ist ein schöner Tag. Die Welt steht still, ein schöner Tag. Oh Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag! So, geh mal weg hier, du Vogel. Ich habe mich gerade mit Zombie-Pigmen angelegt. Da könnte ich auch hier ohne weiteres mal hier den Hammer kreisen lassen und mich hier unbeliebt machen. Da wäre nichts gegen einzuwenden. So. Ja, ich glaube, das, was uns als erstes ausgehen wird, ist der Dirt. Problem ist, oder ja, man kann es ein Problem nennen. Ich würde jetzt hier eigentlich ganz gerne... Weißt du? Pass mal auf. Wir machen das so. Ich lege das hier nochmal ab, denn ich brauche 1, 2, 3, 4 Plätze im Inventar. Ich will nämlich mal wieder die Öfen nachfüttern. Wir wollen ja hier efficient bleiben, wie in Satisfactory. Geh weg. So. Guck mal, da kommen schon unsere Erfahrungslevel wieder rein. Ja. Wenn wir so weitermachen, ja. Hör auf, mich durch die Gegend zu schieben, sonst schieße ich den Pfeil in den Kopf. So einfach ist das. Einmal das, dann haben wir hier noch. Ja, um die Erfahrungslevel tut es mir jetzt leid. Das ist klar. Ich hätte das nicht machen sollen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin sonst zuverlässigerweise langweilig und rational, nur ab und zu ein bisschen verhonkt und ja, diesmal halt mal nicht, ne? Jetzt könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen, wie ich wäre, wenn ich nicht so wäre, wie ich wäre. Was? So. Wie ich bin, meine ich. So. Dann, lass uns mal hier weiterbauen. Ich brauche hier eigentlich nicht alles zuzubauen. So, Opelfritze. Opelfritze. Sollte mir das abgewöhnen. Mit dem Opelfritze. Weil das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das merkt er jetzt, ne? So, Black Concrete. 3, 4. 6, 7, 8, ist das richtig? Dann müssten wir jetzt da drüben ankommen. Hoffentlich rede ich laut genug und rede ins Mikrofon. Ich weiß es doch nicht. So. 2, 3 und 4. Ich will hier nur so weit rausbauen, wie wir jetzt momentan brauchen. Das wird später noch anders werden, klaro. Werden das hier später alles schön auffüllen. Da freut ihr euch schon drauf, ne? Ja, aber so wirklich. Und in Horstieheim, also im Noch-Horstieheim, ich kann es gar nicht oft genug betonen, da werden wir heute noch am Arcane-Institut noch ein bisschen bauen. Vielleicht sogar einen Verzauberungsraum bauen, damit wir uns schön ärgern können, dass wir nicht verzaubern können, weil der Honk so dämlich war und sich hat abschlachten lassen. So. Ja. Super. Erstmal einen Schluck Tee hier. Boah, ist ja heiß. Lecker Tulsi-Tee. Also, ich trinke den in letzter Zeit selten, weil ich habe ja gesagt, der macht komische Dinge mit einem, wenn man zu viel davon trinkt.
Ja, und gerade wenn man halt irgendwie so ein bisschen in der Ausnahmesituation ist, dann kann das auch mal ganz komisch kommen. Ich werde da erstmal so Klumpen reinhauen und ich will erstmal hier so ein Räumchen bauen. Und damit wir die Werkbänke da, ihr erinnert euch, in den Türmen hier sind Werkbänke drin, die will ich rausholen. Ja, ich sperre dich jetzt aus. Golem. Gollum. So. Nein. Ausdrücklich nicht. Brauchen wir momentan sowieso nicht. Gleich kommt ein Zombie-Piglin durch das durchs Portal und hat mit mir noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja. Also sind ganz schön schnell, die Viecher, ne? Also, ich wusste gar nicht, dass sie so stark sind. Also, dass die mit den Goldrüstungen. Die Piglins, glaube ich, sind das. Also, das waren ja jetzt Zoglins. Die letzten, die mich platt gemacht hatten, waren Zoglins. Das verstehe ich soweit. Ich will das mal so machen, dass ich hier noch einen ranbaue. Dann kann ich nämlich hier später schon mal eine Tür reinsetzen. Oder auch so, sogar jetzt. Also, wir machen die Räume schon richtig fertig jetzt. Ich mache die Räume fertig. Haben wir hier eigentlich irgendwo? Sind hier noch ein paar übrig gebliebene Türen? Eine übrig gebliebene Tür ist hier. Komm. Sogar ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Wir haben hier sogar noch einen Loom. Ach so, den wollte ich auch rüber schaffen nach Honky Island wegen irgendwas. So. Ja. Haben wir alles, was ich jetzt brauche, und dann geht das los mit der wilden Fahrt. Mit dem wilden Fahrt heißt das, und zwar auf Englisch. Ja. Als Bescheid. Hier jetzt kommt ein Türchen rein. Und damit hier nicht irgendwie jemand rausgeht, zack, machen wir das so. Ich will das hier möglichst schon so vorbereiten, wie das mal später werden soll. Wer weiß, in welchem Zustand wir heute das Ganze hier zurücklassen. Vielleicht wird ja die ganze Abtei fertig. Ja, das glaube ich nun mal nicht. Irgendwo sind mir dann doch was, meine Fackeln abhanden gekommen. Verfluchte Zoglins. Ich habe meine Fackeln geklaut und die fressen die jetzt. Zoglins fressen gerne Fackeln. So. Später kommen hier Laternen statt Fackeln. Aber jetzt erstmal, wie ich immer sage, for the time being reicht das auch. Aha. So. Haha. Ja. Ich werde hier selber noch zum Villager. Ich glaube, das mit der Schaufel wird gleich gegessen sein. Wird das schon wieder Nacht? Nö, noch nicht ganz. Ich kann trotzdem schon mal das Bett hier aufbauen. Ich glaube, ein Crafting Table ist mir auch abhanden gekommen. Kann das sein? Alter, die verfluchten Zoglins, die fressen jetzt mein Crafting Table und meine Fackeln. Ich habe den Crafting Table wahrscheinlich irgendwo in der Panik voll stehen lassen irgendwie. Kann das sein? Ich werde spätestens wissen, wenn ich gleich irgendwo durch die Gegend laufe und einen sehe. So, ja, das brauchen wir jetzt mal nicht. Zumindest jetzt. Geh aus dem Weg. Ich will dir nicht noch eine mit der Axt hauen. Ich würde es ja gerne, aber ich weiß, was dann passiert. Respawn Anchor or Bed was not found. Yep. Ja, sagt mal, wie ist denn heute so die Aufnahmesitzung? Sie ist etwas anders als sonst. Wollt ihr mich öfter so haben? Das können wir hinkriegen. Ich muss ja jetzt auch auf meine Ex keine Rücksicht mehr nehmen. Ich habe tatsächlich mein Verhalten auch hier im Let's Play, glaubt es oder glaubt es nicht, so ein ganz klein wenig ausgerichtet nach dem, was meine Ex so wollte, was ihr so gefallen hat. Nicht vollständig, das hat ihr dann auch nicht gefallen.
Ich habe euch ja erzählt, wie sie so drauf ist, ne? Also auf eine gewisse Art und Weise kann man sagen, Spaßbremse, ne? Kein Witz ist ihr genehm genug und sonst was. Und ja, habe ich erzählt, brauche ich jetzt nicht mehr zu erzählen. Und also es war oft so, zum Beispiel hat sie mir oft gesagt, ich soll nicht so schimpfen im Let's Play, wenn ich zum Beispiel sage, geh aus dem Kackdorf, Bewohner, ne? Dann, das gefiel ihr gar nicht. Ich finde das jedes Mal sehr, sehr lustig und ich finde es erfrischend. Ich finde es erfrischend. Ich finde es authentisch.